Let's Play Rise of the Tomb Raider auf GameTube mit euren staatlich geprüften Archäologen. Sehr schön, du hast das richtige Wort untergebracht. Hallo Michi. Martin Lee und Michael Obermeier. Wir spielen den zweiten Teil vom Reboot von Tomb Raider exklusiv auf der Xbox. Das ist die Xbox One-Version, das gibt es auch noch für die 360. But who the hell cares? Ich bin sehr gespannt auf das Spiel Tomb Raider. Ich bin weniger gespannt auf die Story und die Figuren. Ich freue mich sehr auf Tomb Raider. Das letzte hat mir auch viel Spaß gemacht. Haben wir auch zusammen gespielt hier auf GameCube. Wer es verpasst hat, nachholen. Und ja, wir spielen es komplett auf Deutsch. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Nö, vorher. Keine Nora Tschirner mehr. Ja, wir haben jetzt die Stimme von Jennifer Lawrence, aber das merkt man gar nicht. Das ist eine andere Tussi mit Bogen. Ja, stimmt. Ja. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Also neues Spiel, fangen erstmal an und dann gibt es genug zu besprechen. Wir haben hier schon fett reingespielt, 0%. Ja. Wir haben eben getestet. Überschreiben, ja. Schwierigkeitsgrad, Tomb Raider. Dass sie uns zu Ehren eigentlich nicht Archäologe eingebaut haben. Okay, erfahrener Überlebender. Wir sind Tomb Raider, klingt nach einem guten Schwierigkeitsgrad für Tomb Raider. Und los geht's. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Und die Let's Player. Die anderen. Sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Hat sie gesagt, weil eigentlich wollte sie, dass er mitkommt. Mm. Er hat es richtig gemacht. Was wir immer falsch machen würden mit Frauen. Dann bleibst du halt hier, okay. Und nachher ist sie sauer, man versteht nicht warum. Sie hat doch gesagt, man soll nicht mitkommen. Gott. Ist der Jonah also im ersten Teil, oder? Nimm meine Hand. Ja, richtig. Der war cool. Den mochte ich irgendwie. Boah. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Ja, das ist schon Spiel. Kann schon bewegen, das sieht ganz schön geil so aus. Cool. Hey, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Mhm. Wir müssen einfach auch weiter. Als ausgebildeter Archäologe frage ich mich jetzt schon, warum sie keinen Tanktop und kurze Hosen anhat. Ja, stimmt, was ist da denn los? Selbst wenn wir hier ein bisschen nicht jetzt, die Garderobe geschlampt. Komisches Spiel. Ich weiß, aber naja. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Weißt du noch aus dem Kopf, wer den ersten Teil überlebt hat? Nee. Wow! Wow. Alles okay? Ich hab den Halt verloren. Geht schon. Oh, oh. Okay, okay. Okay, okay. Ja. Okay. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Also, mir gefällt die Stimme jetzt schon besser. Ja? Ja, so schnell habe ich Nora vergessen. Ja, ging mir damals auch so. Du musst aber auch schon mal ganz schön vorlegen, oder? Ja. Damit die Leute nicht vergessen, wo sie hier eingeschaltet haben.
Ja, die Erinnerung wieder wachrufen. Ja. An unser letztes Let's Play. Haben wir da Ladies Martin Lee gecoint? Ich glaube schon, ja. Muss ich mir ständig immer meinen Twitch-Stream anhören. Da kommt's her. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Oh, und ich hau's ihm das nicht mit der Axt in die Hand. Wenn ich X drücke, glaube ich schon. Ja. Ich könnte es, glaube ich, selber. Hab dich! Shit, Lara! Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja! Los, komm! Ja, fängt gleich actionreich an. Gebührend. Und 50 Erfahrungspunkte gleich von zwei. Das ist mir wohl durch. Aktion. Man weiß gar nicht, warum die Nora Turner jetzt ausgebootet wurde, oder? Ich glaube, sie vielleicht keinen Bock hatte oder wie auch immer. Nicht schlecht. Weiß man nicht. Können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt? Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stelle? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Kannst du die Kamera drehen? Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir außer einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. In diesem bisschen Bereich, was man gerade gesehen hat. Mit Trinity, sagt ihr das was? Kennen wir diesen ersten Teil? Nee, nee. Ne? Die bösen Forscher. Boah, das war schon hübsch, ey. Sieht ganz schön geil aus, ja. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Ich finde das mit dem Schnee total cool. Es ist das totale Snow-Off, weil wir ja auch Uncharted 2 Let's Playen. Ja. Da ist ja auch so viel Schnee und so. Aber da ist das Tomb Raider nochmal besser. Mal schauen, wie Uncharted 4 wird. Ja, das würde eine Schippe drauflegen. Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Seufzen am Ende. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Sieht total stabil aus. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Boah, haben die hier so fiese Todessequenzen in dem Spiel, dass gleich so ein Eiszapf von oben in den Kopf reingebohrt wird. Okay, also. Okay. Jetzt muss ich ja noch hier. Du kriegst übrigens von mir 500 Bonuspunkte, weil du gerade den. Eine Schippe drauf, wenn es um Schnee geht. Ja. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Man tut, was man kann. Scheiße. What? Das war knapp. Ja. Kann ich jetzt ranspringen? Ja. Wow. Jetzt nach oben, oder? Und dann mit der Axt da rein? Ja, war auch geklappt. So, da hängt der Jonah jetzt direkt an uns dran. Müsste sein. Das hat ein bisschen jetzt was von Game of Thrones, wo sie die Mauer erklettern. Das ist eine Weile her. Was ist das, dritte Staffel oder so? Wow, ja genau das. Scheiße, ich bin dein Anker. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. So, ich muss ein bisschen nach unten, oder? Dass ich dann da... Das vielleicht nicht. Doch nicht. Vielleicht. Das fällt eh automatisch ein bisschen nach unten. Dann. Geronimo! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest. Okay, ich geb dir etwas Seil. Liegen auf jeden Fall gleich mal los. Hast du geschafft, aber. Gewitter. So, war das im alten Spiel auch von zwei von den Haken oder nur ein? Nur ein. Warte mal auf das vierte Spiel. Da hat sie vier. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Ah!
Au! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Komm, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Verdammt! Ich kann mich nicht mehr halten! Hinschwingen. Also es pulverisiert jetzt schon die Eiskletter-Szene aus Modern Warfare 2. Komm, 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 komm! So stabil hängt der auch nicht. Jetzt! Schwung, 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 schwung! Boah! Gib doch Gas! Na klar! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Okay. Lauf, lauf, lauf! Alter, spring, spring! Was macht das denn hier? Oh oh. Kannst du lang rutschen, oder? What? Da! Und X! Nein! Ja, genau! Ja. Schnell nach rechts! Schnell nach rechts! Schnell! Boah! Gefällt mir jetzt schon alles hier. Okay. Super. Und ich glaube nicht, dass ich viel Zeit habe. Ja, Gottes Willen! Aus was ist denn der Berg? Styropor oder was? Aus Stress. Jonah hat es bedeutend schlechter weggesteckt als... Weiß nicht, er war links von uns. Okay, bisschen ärgerlich. Aber sie sieht schon ein bisschen erwachsener aus als im ersten Teil, oder täuscht das jetzt? Gucken, jetzt, wenn sie besser sieht. Das ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen... Wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna... Dann könnte ich mir das nie verzeihen.
Ella! Ich bin's! Ella! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Oh oh. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Ach komm. Sie passen. Großer Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Oh nein, nein, nein! Ich werde es durchmachen muss. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Na dann. Ich habe gerade überlegt, ob es diese Anna in den bisherigen Tomb Raider-Spielen schon eine Rolle gespielt hat. Aber da war ja immer ihre leibliche Mutter, um die es ging. Und das scheint ja jetzt mehr oder weniger die zweite Frau von dem Vater zu sein, Richard. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oh. Gut, dass sie die Kassette genau dahin gespult hat. Sie ist vorbereitet. Ja. Ist top vorbereitet. Sie hat auch das richtige Outfit für ihren Syrien-Urlaub. Nach oben. Ja. Okay. Diese ganzen Animationen sind echt richtig gut. Irgendwas ist hier.
Was auch damals schon, das letzte Tomb Raider sah auch schon total hübsch aus. Fand ich. Oh. Na gut, aber ich bin echt leicht zu beeindrucken, wenn es um Lichtreflexe gibt. Also vertrauen Sie nicht mir. Ja. Kann ich muss da rein, oder? Gehen? Ja, ich will nur kurz gucken, ob ich noch was machen kann. Ja, guck, nämlich, guck an. Collectibles! Wenn wir den Schatz im ersten Level vergessen hätten. Ein religiöses Symbol, detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Cool. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Mir verspreche ich, dass wir mindestens 17% der Collectibles finden. Dann schaffen wir 16,4 oder so. Könnte es das wirklich sein? Haben wir irgendwie ein Feuerzeug, eine Fackel oder so? Bestimmt automatisch auspacken, wenn es zu finden ist. Ja. Knicklicht. Was ist das? Technoparty. Was ist das? Es leuchtet blau. Oh Mann! Aha! Keine leichten Geschenke hier. Nee. Ist alles arbeiten. Ja. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Kann sein, dass da gerade eine ist. Diese sind im Jeep da vom Hubschrauber den Hang runtergeschrotet worden und fällt da genau dahin. Naja. Mal erkunden. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische. Was? Ich muss halt erst meinen Griechisch-Skill aufleveln. Nein. Was ich in der Höhle mache, natürlich. Anscheinend schon. Was das Schlimme ist? Nein. Das ist gerade das total übel Raider Angel of Darkness. Habe ich nicht gespielt. Da hatten sie auch so ein Rollenspielsystem eingebaut und dann musstest du erst mit Lara irgendwie Kisten schieben, damit sie stark genug war, dass sie so einen Hebel drücken kann. Work it, baby. Ja. Was gibt's hier? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Griechisch. Ist ja abgefahren. Was die da für Sachen drin haben. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Das ist ein bisschen was, wie ich finde, was Uncharted meistens besser macht. Was denn? In Uncharted, wenn Charaktere Selbstgespräche führen, dann sind es viel mehr Selbstgespräche, in denen sie sich selbst auf die Schippe nehmen. Sondern eher so, ja, war ja klar, dass so eine Scheiße passiert oder sowas. Und hier ist es halt viel mehr so dieses, sie spricht halt immer Exposition zu sich selbst. Hast du mich mal erlebt, wenn ich griechisch im Bad stehe? Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. So, jetzt habe ich genug Griechisch gelernt, weil Bilder angeguckt. Hä? Okay. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Karte mit der Position von Münzverstecken aktualisiert. Verwenden Sie A, um ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser zu markieren. Spielerwegweiser werden bei Verwendung halsbaulich. Also ich kann mir selber einfach Waypoints setzen, ist damit gemeint. Okay. Machen wir hier auf das. Und da hinten ist ein Münzversteck, da ist ein aktuelles Einsatzziel. Ich kann auf das Münz... Ja, mach mal. Genau. Und jetzt müsste ich ja so ein... So ein Ping haben. Wie machst du nochmal diese Überlebenssicht an? Auf den rechten Stick reindrücken. Ah. Okay, da. Fast übersehen. Hier ist es. Alle Münzen, die alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Kann man hier noch mehr abgriechen? Er führte seine Anhänger durch die Wüste zur Oase.
geheimer Eingang. Meinst du, es gibt noch mehr Sprachen, die man dann so leveln muss irgendwie? Mal schauen. Ui. Okay. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Okay. Das war auch ganz schön Gambo, dass es da 200 Meter runtergeht. Ah. So, jetzt kann ich mir hier nochmal immer dann mit dem rechten Stick reindrücken, halt immer diese Spezialsicht ansehen. Um die Ecke, ne? Um die Ecke. Ey, die haben unser Let's Play geguckt, die Entwickler. Die haben gemerkt so, ich werde ruhig gestellt, wenn alle 10 Sekunden Lance Flare kommen. Der ist schon wieder da. Ja. Sonst nervt ja wieder, dass die Story irgendwie doof ist und die Charaktere irgendwie doof sind. Komm. Hubschrauber. Sie sind schon hier. Wir haben einen anderen Let's Play geguckt, bei Hubschrauber droppen ist wenn Fritz immer ablenkt ins Manöver. Ah! Oh! Kannst du da rüberspringen? Nein! Okay, einfach darüber springen wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja? 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 Ja, darüber? Sieht so aus. Okay. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Jetzt so die ersten paar Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Das sieht echt cool aus. Weiß ich nicht, es macht mir genauso Spaß, wie ich es erwartet habe. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ich hatte immer so gescherzt, dass es halt irgendwie Tomb Raider jetzt zugute kommt, dass sie nicht im direkten Konkurrenzkampf mit Uncharted dieses Weihnachtsgeschäft sind, weil das ja erst im März kommt. Ein Durchgang. Aber so momentan wirkt es durchaus konkurrenzfähig. Die haben sogar den Ekelfaktor von so großen Spinnenweben richtig gemacht. Und auch angemessen angeekelt. Verdammt, komm schon. Ja, das ist eine große Spinne. Ah, das war klar. Alles klärt. Bäh. Oh, come on. Das ist ja doch nicht beeindruckend, das ist eine Pussy wie du. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Und das Kampf nennen kann? Naja, wenn sie glauben, dass ihr Glaube ihr Schild ist. Bitte! Das ist natürlich jetzt auch geschickter, dass das Spiel nicht mehr diesen Spagat irgendwie hinkriegen muss, einerseits zu erklären, dass sie so eine hilflose, arme Studentin ist. Und also in den Zwischensequenzen in dem Spiel wird dann voll gemordet. Das war, das war irgendwie, was viele irgendwie wohl gestört hat beim ersten. Das ja, ich fand's doof. Mich überhaupt nicht gejuckt. Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Das ist eine Nachricht vom Oberhaupt des Trinity-Ordens sogar.
Nicht nur von irgendwem. So ein bisschen Griechisch lernen, muss ja auch sein. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Wo ist er denn? Ach, da. Da. Der kaputt gestochen wird. Fies. Und da. Ist er das? Ich glaube nicht, dass der Prophet hier okay zu finden ist. Dann haben sie diese abgestochen gleich noch die Szene nachgestellt die Wand mit Leichen. Boah! Was? Ja. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Also muss draufschießen, oder? Schießen Sie auf strukturelle Schwachpunkte, um Fallen und Seilverbindungen zu zerstören. Okay. Das Seil, oder? Das Holz? Ah. Noch hinter mir was? Nicht, dass ich ein Collectible übersehe. Sonst schaffen wir nie die 17%. Wow. Oh oh. Sie sprengen sich den Weg frei. Mit ein bisschen Glück kommt der Hubschrauber zu uns und sprengt uns wieder auf den rechten Weg. Wow! Was ist denn das für eine Pampe? Eklige Leichen. Aber wie bestimmt sie auch die Arme schon hält, so. Gidi, gidi, gidi. Ist da irgendwas? Ja, sah schon so aus. Frische Wasser, oder? Guck mal ganz kurz, ob es optional ist oder ob ich nur da raus. Ich glaube, da kann ich sogar nur raus. Ich dachte, ich habe den geheimen Eingang gefunden, den jeder übersieht. Und da ist ein Collective, aber man kann, glaube ich, nur hier raus. Eklige Suppe. Du bist schon auch so ein bisschen so ein Soßen-Fan, oder? So immer hier in dieser. Sag ich auch immer. Bäh. Kann ich da ran? Kann man so ein. Kannst du da vielleicht, wo das rauskam, durchtauchen oder so? Kannst du tauchen mit B oder so? Weiß ich nicht, wie würde mir das ja sagen, wenn ich es jetzt irgendwie neu Funktion... Ich sag dir, drück mal B. Mach ich, passiert nichts. Kannst du da irgendwie hoch auf dieser Kiste? Und jetzt das runterschießen vielleicht, was da hängt. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ah. Mmh. Essen ist fertig. Perfekt. Dann schießt sie das runter, obwohl sie dann Lichtschwert im Gürtel hat. Stimmt. Ganz billiges Star Wars Product Placement. Au! Wow, aber Glück gehabt. Wow. Kannst du das? Oh. Wie sieht das da drückt dich das von hinten oder was? Ich war doch Luft halt, glaube ich. Ja, stimmt. Ihr Menschen braucht ja Luft. Vergessen. Das ist praktisch, weil das die Falle genau eine Aussparung für ihr Bein hatte und nicht einfach irgendwie das den Fuß abschneidet. Glück gehabt. Oh, das ist ein Nebeltor. Es kommt ein Bossfight. Unglaublich. Basteltipp, wenn ihr ein schönes Tribute-Video zu diesem Let's Play machen wollt, macht ein. Michi sagt, weil irgendwo ein Lichtreflex auf der Ui. Ui geht auf. Kopfsprung. Aha, hier kann ich doch schon wieder Quatsch machen. Sonst noch was? Quatsch an der Wand. Na gut, mach mal Quatsch. Für Quatsch bin ich immer zu haben. Reicht der Wasserspiegel jetzt schon? Ja. Ja. Mangels Konkurrenz gewinnen wir gegen der T-Shirt-Wettbewerb eh. Denn die Typen, die hier rumsitzen, haben ja wohl keine Chance. Hoffe ich mal.
Ja, warte mal ab, die sind ganz schön konkurrenzfähig. Ja geil, ist auf einen halben Meter gestiegen, jetzt habe ich nichts davon. Kannst du da oben dieses hier so hin? Wieso geht denn das immer auf und zu? Vielleicht muss ich warten, bis es gerade mal nicht so wasserfallig ist und dann... sah nicht so aus. Kannst du da hier so? Nee, da quetscht die sofort wieder weg. Da rüber. Okay, nochmal in dem Raum. Kannst du diesen Supersicht anmachen? Die Supersicht? Dann mach ich die Supersicht an. Die Supersicht sagt, hier ist was. Na guck, sich hat die Supersicht schon geholfen. Mhm. Perfekt. War das so, dass es in dem Superschwierigkeitsgrad, da gab es das nicht, oder? Oder man kann das nur begrenzt machen oder so? Möglich. Darüber spielen. Das war noch. Nicht, dass ich auch irgendwas übersehe. Ein Münzversteck oder so? Aha. Probieren wir es halt mal. Nee, so nicht. Mal. So, dann hatten wir uns beim ersten Teil schon drüber unterhalten, über diese. Ah! Über diese Sichten, ne? Ich fand es immer blöd, dass es nach Arkham Knight oder also Arkham Asylum weiter dann, dass alle Spiele plötzlich diesen Sichtmodus haben mussten. Und du dann immer nur in dem Sichtmodus rumgelaufen bist, weil die halt immer irgendwelche Vorteile gab. Und dann mussten. Erst wieder die nächste Generation von Action-Spielen musste diesen Sichtmodus erst wieder dahingehend zurückbauen, dass man halt nicht unverwundbar damit war oder unbesiegbar war. Ja, ist aber auch ganz vernünftig. So, ja. so wenn man es halt ab und zu anmacht, um was zu erkennen, ist, glaube ich, eine gute Variante. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das ist ja ganz leise in die Tube gesprochen. Ganz kaum hört. Das ist auch geheim. Ja, das ist eine geheime Nachricht. Meinst du, die wären internationale Supersekte geworden, wenn die alles so laut rausposaunt hätten? Ja, schon richtig gemacht. So, nicht, dass ich hier ohne Griechisch Vokabel vergesse. Die fehlt mir nachher oder so. Wie geht's weiter? Ich fände es so gut, wenn er dann auf jedem Level so Hefte rausgelassen arbeitet. Oh nein! Wird das dann abgefragt. Aber im Gegensatz zur echten Schule haben wir hier halt eine Pistole. Auf die Schule an. Unsere lieben Zuschauer aus den Vereinigten Staaten. Ne? Günther. Die Geist ist immer so umschmeißt und dann irgendwie da was rausfriemelt. Oh, da würde jetzt aber vor Players würde jetzt, glaube ich, eine Kampfader platzen. Weil das gar nicht echte Archäologie ist. Richtig. Kann sie nicht an der Ecke stehen bleiben, Mädchen? Das ist doch gesunder Menschenverstand. Hat sich gerade die Haare gemacht? Ich dachte schon. Ich hab mal das Haargummi festgezogen. Das ist ja irre. Total verrückt. Hängt sie höher? Was ist das denn? Hang 'em higher. Ein von sieben Räuchergefäßen abgeschossen. Gamify everything. Eins von sieben? Ist gar nicht so schlecht. Das sind 14%. Knapp. Das heißt, davon muss ich nichts mehr machen, fast. Ja, ab jetzt. Ah! Voll lauter Freude. Was ist er denn hier? Krachten, oder? Karte aktualisiert. Geheimnis entdeckt. Archivarkarte. Enthüllt auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Dann schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Kann ich ein bisschen ranzoomen? Ja. Jetzt sind wir hier, haben wir irgendwas übersehen. Hier ist schon irgendein Relikt. Da ist das Ziel. Ein Dokument. Ein Münzversteck. Das alles hier ist noch ein Dokument. Okay. Und eine Herausforderung. Das haben wir ja schon geschafft. Das wird dann trotzdem noch angezeigt, irgendwie. Hm. Ich kann kurz gucken. Herausforderung 0 von 1. Relikte 1 von 2. 2 von 4. 5 von 5. 2 von 3. Na dann. Aber Herausforderung geschafft. 0 von 1. Ach, weil in dem ganzen Areal sieben solche Dinger sind. Genau, das ganze Areal ist eine Herausforderung. Das ganze Leben ist ein Spiel.
dass die hier, also als die damals diesen Tempel gebaut haben, haben die schon gedacht, da machen wir später mal so einen Vergnügungspark für Archäologen draus. Ich glaube, das war genau ihre Intention. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach runterspringe, ob hier oben noch irgendwas ist. Ich springe da mal einfach runter. Ja, will sie nicht. Danke. Ja, hast du eben den Hechtsprung gemacht? Wird das von selbst gemacht? Ich glaube, ja. Ich bin einfach gesprungen und es hat dann gerade gepasst. Macht sie echt immer die Haare, wenn sie aus dem Wasser kommen, oder? Das muss ich jetzt auch mal gucken. Das finde ich ja super. Macht die Haare, Baby. Ja! Wie wischt denn so das Wasser raus? Das sind meine Xbox Live Goldnutzungsgebühren bei der Arbeit. Aber hat sich ja wohl gelohnt. Ja. Jetzt gibt ja, also. Das ist wie ein Trampel. Kann ich da hochklettern da? Trampel. Oh, da ist ein Dings. Ding dong, die Hexe ist tot. Yes. Kletter da mal hoch. Mach nochmal die Karte auf, ob das war, was noch angezeigt worden ist. Nee, falsch. Der ist immer noch da. Nee, insgesamt. Da ist hinten die Herausforderung. Das Relic könnte ich mir mal angucken, das ist da hinten. Das also da ist zumindest schon mal angenehm. Achso, wenn man diese Karte gefunden hat, wird das alles angezeigt, ja. Oder? Vorher nicht. Aber so praktisch. Ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Noch ein religiöses Symbol, aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Nee, komm noch. Was machst du? Ich will auf das. Mit Gas mitschein. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Was denn? Das dauernde Mädchen, sagen. Das ist doch ein Mädchen. Ich habe letztens diese Facebook-Seite, die du schon kanntest, entdeckt. Mit was? Den Motivational. Wie heißt das? Irgendwas Bilder mit Kommentar. Ja. Das ist der Hammer. Ja. Das ist der Hammer, die Seite. Ich habe mich so weggeschnitten, die alle gelesen. Die sind unglaublich gut. Da geht es darum, dass das, was die schlimmen Leute aus eurer Facebook-Timeline, die dann immer so. Foto von Delfinen und dann irgendwie Text dazu. Zitate oben drauf, die dann meistens immer mit dem falschen Autor versehen sind. Und das halt darüber sich witzig. Das Beste, eins der besten war, jedes Jahr wird irgendwo auf der Welt ein Baby geboren. Und dann so ein Bild von so einem Babyhammer. Ich hab so gelacht. Und die sind auch immer falsch geschrieben. Ja, auch mit der Eins immer. Ja. Diese Seite ist der absolute Hammer. Ich muss die nochmal finden. Ich denke nicht dran, die unten zu verlinken. Aber wenn ihr in den Kommentaren das schreibt, spring. Denke ich in den nächsten Folgen dran. Was? Verdammt, sie sind fast drin. Nämlich an den Arschgeigen geschwungen. Ich hoffe, ich muss mal Dokumente mitnehmen. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu. Bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Die erste Nachricht war nicht so leise. Was ist denn da los, dass die jetzt dann, die nennen hier so... Müssen halt aufpassen. Sind die jetzt hier? Ist da jemand reingekommen? Das ist nur eine Stachelfalle, oder? Da unten. Oder kannst du dann nach unten? Nee, ich will nicht nach unten. Ich will nach oben eigentlich. Ah! So. Ich will weiter nach oben. Hilft mir das hier? Nicht so richtig, oder? Ich dachte, dass ich oben auf den Tempel muss halt. Aber von da kam ich doch, oder? Was sagt denn das? Da hinten halt einfach weiter. Ah, guck mal hin. Ist noch eins gesehen. Hängt da links nicht auch noch eins? Guck mal ganz kurz.
Oh, hier hinten. Ah, ne, ist die Herausforderung. Okay, dann passt ja eh nicht. Ich dachte, ich muss auf den Tempel oben drauf, aber das Dokument war ja eh schon drin. Müssen wir jetzt irgendwie links rum da hoch? Einmal zu viel B gedrückt. Drücke B. Da hängt noch eins. Ist das so eins? Weiß ich nicht, werde ich gleich sehen. Nee. Das hat es irgendwie schon drauf reagiert. Ich hab schon getroffen, ne? Also, der wackelt ja wie blöde. Komm ich gar nicht oben auf den Tempel rauf. Das ist mein. Muss irgendwo da hinten hin. So, bei dir hat aber auch aus Back to the Future die Klamotten, oder? Die automatisch trocknen. Jocke trocken. Nein! Hast du eine Idee, wo ich gerade lang gehe am besten? Naja, nochmal irgendwie links da zurück, also wo du herkamst. Nee, ich meine rechts dann eher. Also. Da lang? Da, in die Richtung. Und da jetzt irgendwo dann rechts hoch. Weil die Karte, auf der Karte sieht das so aus. Das ist hier so ein Gang. Ah, meinst oben. Du da lang? Ja. Okay, das ist doch da versperrt. Ach, vielleicht mal jetzt hier hochklettern. Oder dann da durch. Da, hier da, so. Da. Nee, da an nicht. An dem Ding hochklettern geht nicht, oder was? Probier ich jetzt mal. Holzdings. Nicht hochachsen. Nee. Aber schau, ob da irgendwo daneben. Oder ist da ein Gegengewicht? Also kannst du irgendwas runterschießen, was dann runterfällt? Nee, ist ja nur, wenn man da dran hängt, dann ging das hoch. Ich glaube, es hat ja schon damit zu tun. Kannst du unten drunter tauchen? Kannst du nicht, ne? Nee. Also hat er mir ja nicht angezeigt. Ich konnte kurz gucken, ob ich das irgendwas übersehen habe. Nee, Steuerung, falsch. Nee, schwimmen, aber nichts mit tauchen. Nee. Da hängt noch so ein Ding. Das ist aber keines, nur so Räucherdingens. Das zählt nicht, glaube ich. Ich kann mal drauf schießen. Nee. Schade. Und gerade wenn ich nochmal da sind, ob wir jetzt auch von den anderen was sehen. Nee, ist alles nur. Ui. Was sind da denn alles? So viel Gebamsel. Schon. Gehen wir da wieder zurück? Ja. Ich gehe da noch auf den Tempel. Der scheint. Oh, da kann ich doch noch höher. Guck mal, das sieht doch auch so aus, als könnte ich da hoch, oder? Ja. Probieren wir jetzt mal. Wäre auch komisch, wenn man da nicht hoch könnte. Ja, sowas von. Du findest diese Haartrocken-Animation ein bisschen zu geil, Martin. Die ist aber auch von, ich weiß nicht, steht drauf, wenn Frauen sich die Haare abtrocknen. Kann ich jetzt hier nicht hoch? Dann geh doch weiter in die Mitte. Wenn ich jetzt nach links gehe, dann springt sie. Und da springt sie auch rüber. Irgendwie wird es noch da hochgehen. Da bin ich ja eben abgestürzt. Nicht abgestürzt, sondern die Falle. Kann ich jetzt noch? Da hängt doch noch so ein ja, Ding. Ja, da hängt was. Das schießt mir aber doch noch was geleistet. So, und hier ist auch eben die Falle, genau, die der Boden eingebrochen. Da geht es aber nicht runter, oder? Also man kann da nicht irgendwie sich da mittig sicher fallen lassen. Nee, das ist alles voller Stacheln. Das sieht, glaube ich, nicht so gesund aus. So, und jetzt, wenn ich da drüben war, mir ist nichts gebracht. Guck mal kurz, da kann ich da rausspringen. Da kannst du rauf, ja, genau. Ah, dann darüber. Ah. Guck, das habe ich vorhin verpasst. Einmal nicht aufgepasst. Da hängt noch so ein Ding. Sehr gut. In ferner Zukunft wird eine mit einer Pistole bewaffnete Archäologin hier entlang klettern. Ich möchte, dass du 7 herunterschießbare Krüge aufhängst, Bruder Bonifatius. Bonifatius ja, ist überhaupt da. Nicht. Das ist eine ganz andere. Ups. Oh. Oh, warum denn? Oh. Warum? Warum? Oh. Okay. Spring! Ach, das geht auch immer, dass immer dieser Impuls, ja. immer, wenn die Stachelfalle kommen. Ja, trotzdem. Ich dachte, da wird nochmal ein Button angezeigt, und aber ihr nein. Dachtet, ihr würdet hier eine Folge... Was? Weg. Schieß. Das... Boah. Okay. Beide Hände am Gamepad, ist ja okay. Hand aus der Hose.
Das wäre geil, wenn du so einen Sensor hättest, ob du beide Hände am Gamepad hast. Und wenn nicht, dann kommt immer ein Quicktime-Event. Immer dann. Du Bazi, du. Das kannst du runterschießen, oder? Ja, ich gucke nur gerade, dass ich hier keinen Hängt-sie-höher verpasse. Übrigens unendlich Pistolenmunition. Ich brauch's ja keine Sorgen machen. Tomb Raider. Wie in alten Zeiten. Ja. Da hinten noch irgendwas runterschießen? Nope. Muss er auch mal genug sein jetzt. Das ist eine Knochenparade. Ah, okay, wenn du da drauf stehst, dann kommt da nochmal mehr Wasser. Ja. Kommt also mehr Wasser und das sinkt halt auch. Das Wasser muss steigen. Das Wasser muss steigen. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Schnell weg! Noch mehr Wasser. Kannst du da hochklettern? Ja. Yeah. Oder bringt es gar nichts? Das bringt nicht so viel. Nee. Kann ich auch gar nicht. Ich glaube, laut Karte haben wir auch, obwohl hier ist noch ein Dokument, das markiere ich mir mal, haben wir sonst alles geschafft. Mhm. 17%, mein Arsch. So, gucken wir ganz kurz. Das ist da hinten. Wenn ich auf diesen Balken komme. Balken. Okay, ich versuche erstmal hinten das Dokument noch zu holen. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Kann es sein, dass... Warum sinken wir das jetzt schon wieder? Ja, weil unsere Sprachkenntnis sich erhöht hat. Da sinkt das Niveau. Kann es sein, dass die... Ordens ist, unglaublich redundante Nachrichten zu schreiben die ganze Zeit. Und dann haben sie noch die T-Shirt-Plattform eingebaut. Also ganz kurz, so, wir sollen oben auf den Balken kommen. Und dann dieser... Also dann ist es damit auf sich, dass dieses Floß im Hin und Her eiert. Wir haben ja noch keinen so einen Greifhaken oder sowas, ne? Nope, das abschließt mich auch nicht. Kannst gucken und dann kann ich ja wahrscheinlich darüber. Ich muss auf den... Ach, kann ich vielleicht da hinten irgendwie? Na, von dem Balken komme ich da rüber. Kann ich irgendwo hochklettern? Nope, nope, nope. Aber wenn das Floß drüben ist, kannst du da nicht dann... Ach, dann auf das... Ja. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja. Jawohl, ja. Perfekt. Teamwork hier. Jetzt... Ja. Das macht deine Kühe. Was geht da? Au! Ich bin ein paar Finger nicht abgebrochen. Au! Nein, 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 nein! Achso, komm, jetzt komm mal rum. Ja, guck an. Wir mussten sie nur anderpass ertränken. Gefunden. Oh.
Er ist Krüger. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Und jetzt? Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Scheiß hier. Okay. Nachladen. Achso, muss ich eigentlich noch, schau mal ganz kurz, muss ich irgendwas von dem Zeug noch zerschießen? Zwei noch, okay. Wenn du was siehst, sag Bescheid. Ja. Nein, springen! Wow! Gott, der ist wild. Schneller, verdammt schneller! Ja. Was ist das? Ja, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Das war doch mal eine sensationelle erste Folge. Ja. Perfekte Zeit für eine Pause und dann in der nächsten Folge schauen wir uns das Croft-Anwesen in England an. Bis dann. Ciao.